Wie wäre das eigentlich, wenn du all deine Flüge in Zukunft auf Business oder First Class updaten könntest und das kostenlos? Genau darüber möchte ich in diesem Video einmal mal sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich früher so über dieses Thema Business Class Fliegen nachgedacht habe, dachte ich mir so, boah, wie krass wäre das? Und so dieses, kennt ihr das, dieses, ja, Vielflieger, die kriegen Meilen, die können dann irgendwann kostenlos fliegen. Da dachte ich mir, okay, werde ich eh nie, weil ich fliege ja nicht so viel. Und vor allem, ich dachte auch, es ist mega kompliziert. Ist es aber nicht, diese Meilen zu sammeln. Und genau darüber geht es im Grunde in diesem Video jetzt auch, dass ich dir einmal sage, wie du Meilen sammeln kannst, ohne dass du viel fliegen musst. Ja, es gibt mehrere Varianten, mehrere Möglichkeiten, darüber möchte ich jetzt auch gerne sprechen. Und im Grunde so die über diese ganzen Hacks, die ich in den letzten Jahren, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, die ich so herausgefunden habe, die ich für mich zusammengetragen habe und die ich auch sehr gerne an dich weitergeben möchte, weil ich hatte, letzte Woche war das, glaube ich, bei Instagram über das Thema gesprochen. Ich habe euch gesagt, dass ich das so mache, weil ich die Frage bekommen hatte in der Frage-Antwort-Runde. Und ihr habt mir so viel geschrieben, gesagt, Markus, was sind deine Tipps? Wie kannst du das machen, dass du kostenlos fliegen kannst? Beziehungsweise ich zahle für meine Business- oder First-Class-Flüge sogar weniger als andere, meistens für Holzklasse, hier für Economy Class. Deswegen habe ich gesagt, ich mache dieses Video hier bei YouTube einmal mal so ein bisschen ausführlicher, um es zu erklären. Aber bei Instagram wäre es natürlich dadurch viel zu kurz gewesen im Story-Format. So, dann kommen wir mal zu den Punkten, wie du upgraden kannst. Und der allererste Punkt ist natürlich so dieser klassische, dieser Mythos, so geht es nur. Und zwar, du gradest ab durch deine ganzen Meilen, weil du Vielflieger bist. Aber Frage, wer ist schon Vielflieger? Ja, wer macht das wirklich? Zweite Möglichkeit ist, dass du ein Upgrade vornimmst aufgrund von einem Angebot. Weil oft ist es so, dass wenn noch Plätze frei sind im Flugzeug, in der First bzw. eher in der Business Class, dass man eine Mail bekommt und hier ein Upgrade durchführen kann. Aber dort ist es so um die 50% maximal, dass du dann sparst. Ja, also bist du immer noch bei mehreren tausend Euro, die du dort bezahlen würdest. Dritte Möglichkeit ist, dass du ein Upgrade selbst kaufst oder Last Minute buchst. Machen auch häufig viele, dass sie sagen, komm, jetzt kriege ich nochmal ein geiles Angebot, jetzt mache ich es Last Minute. Geht natürlich auch nur dann, wenn wirklich noch Plätze frei sind. Und dieses Online-Buchen ist halt auch nicht, dass du groß die riesengroße Vorteile hast. Vierter Punkt ist, und das finde ich halt am interessantesten, ist, dass du deine Kreditkarte smart einsetzt. Was wirklich ganz wichtig ist zu verstehen, dass Meilen extrem wertvoll sind. Also du kannst Meilen wie Geld sehen. Aber hier ist halt auch wichtig, wirklich die Vorteile hinter den Meilen zu verstehen und das dann für dich maximal zum größten Vorteil zu nutzen. Weil am meisten Sinn macht es, wenn du die Meilen für Langstreckenflüge einsetzt. Nicht für kurze Wege, nicht für Economy Class. Nehmen wir mal hier ein Beispiel. Sagen wir, du kaufst einen Koffer oder du kaufst dir irgendwelche Kopfhörer, die du mit Meilen bezahlst, aber vielleicht einen Wert haben von 300, 300, 400 Euro. Mit den gleichen Meilen könntest du Langstreckenflüge buchen, wirklich mit den gleichen Meilen, und hierfür Flüge kostenlos bekommen. Ich komme da gleich noch drauf, warum kostenlos in Häkchen gesprochen ist, um mehrere Tausend, sagen wir 2.000 bis 4.000 Euro zu sparen. Und da ist so dieser krasse Unterschied. Viele Leute verstehen das nicht. Sie denken, okay, jetzt habe ich Meilen, jetzt setze ich die mal ein, weil ich kriege ja diese ganzen tollen Angebote, und verschenken ihre Meilen, obwohl sie so viel wertvoller sind. Das ist der zehnfache, der 15-fache Wert, für die du die Meilen eigentlich einsetzen kannst. So, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was die Meilen alles an Vorteilen haben, aber jetzt geht es auch mal darum, okay, wie kann man das Ganze organisieren, dass man es auch wirklich für sich zum Vorteil nutzen kann, beziehungsweise wie kann man diese ganzen Meilen sammeln? Also, du hast einmal die Möglichkeit, dass du Business-Ausgaben, die du hast, sagen wir mal für Software, laufende Software-Ausgaben, du hast Werbekosten, du hast Hardware, musst dir neue Computer kaufen, diese Ausgaben hast du. Normalerweise ist das Geld einfach weg. Aber du kannst hier mit einer dieser gehe ich auch nochmal gleich drauf ein, mit diesen hocheffektiven Kreditkarten kannst du diese nutzen und daraus dann im Grunde direkt einen Vorteil haben, dass du dir diese Meilen sammelst. Und außerdem kannst du noch andere wirklich einfache Tricks anwenden, mit denen du sehr schnell sehr viele Meilen sammelst und dafür aber noch nicht mal irgendwelche Zeit verschwendest. Und das Ding ist, wenn du einfach diese hocheffektiven Meilen weißt, wie du sie einsetzen musst, dann wirst du in Zukunft nie wieder für so ein Upgrade auf Business oder First Class bezahlen. Und das ganze Ding, es ist nur ein paar Klicks entfernt, ja. Und das Ding ist, wenn du diese Strategien halt richtig anwendest und diese Tricks im Grunde, die ich dir auch alle noch verraten werde, für dich zum Vorteil nutzt, dann hast du ohne, also als Unternehmer gerade vor allem, hast du ohne Mehraufwand einen riesengroßen Vorteil. Und das funktioniert immer. Als Beispiel jetzt mal ganz kurz, ich möchte das mal einbringen, den Dubai-Flug, den wir im Juni gemacht haben, der hätte normalerweise pro Person zwischen 3.000 bis 4.500 Euro gekostet. Was haben wir pro Person bezahlt? Wir haben knapp 200 Euro pro Flug bezahlt. So, Markus, jetzt sag doch mal, was machst du? Was sind deine Tricks? Wie wendest du sie an? Also, ich habe eben gerade schon gesagt, es sind Kreditkarten, die du dort nutzen kannst. Ich persönlich nutze meine American Express, meine Businesskarte in dem Fall natürlich. Warum American Express und nicht, sagen wir mal, die Kreditkarte von Lufthansa? Bei American Express ist einfach der riesengroße Vorteil, dass du diese Rückvergütungen in Form von Meilen auf unterschiedlichste Airlines anwenden kannst. Sagen wir mal, du möchtest bei Emirates fliegen, hast du die Skywards, die Punkte, Skywards Meilen im Grunde. Und ja, das fällt halt einfach, du sagst, okay, du möchtest gerne deine Punkte von Amex übertragen zu
den Skywards. Ich werde ganz kurz auch mal einblenden, was im Grunde bzw. welche Meilen man wie umwandeln kann. Aber selbst bei den Airlines, die dort dann nicht dabei stehen, die ganz normal zur Amex dazugehören, wo du es sowieso schon machen kannst, gibt es auch noch andere Hacks, wie du im Grunde dann die Meilen, die du jetzt nicht direkt zur Lufthansa als Beispiel schicken kannst, trotzdem für die Lufthansa verwenden kannst. Und was ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, bevor du dieses Video jetzt hier 100-fach gucken musst, weil es 3 Stunden lang geht, und zwar habe ich extra dafür eine PDF fertig gemacht, in denen alle meine Hacks drinstehen. Im Grunde ist das alles nochmal genau aufgelistet, die Vorteile, die Möglichkeiten, wie wandelst du auch Meilen um etc. Und die würde ich dir gerne zur Verfügung stellen. Was musst du machen? Schick mir einfach mal eine Nachricht bei Instagram. Ja, schreib mir einfach, du sagst, okay, komm, ich habe das Video gesehen. Schick mir bitte die PDF dafür zu und dann leite ich sie für dich an dich weiter. Und außerdem, was ich dir dann anbiete, ist, dass wir dann direkt mal für dich nach dem besten Beantragungsbonus schauen können. Weil, was ist ein Beantragungsbonus? Wenn du die Karte beantragst, dann bekommst du schon in den meisten Fällen x-tausend Punkte dazu. Und oft ist es wirklich so, dass du von diesen Punkten, nur damit du diese Karte hast, kannst du schon Flüge in die USA oder nach Asien buchen, also wirklich Langstreckenflüge. Also ein riesengroßer Vorteil dahinter. Und da ich mich ja mit dieser ganzen Sache schon lange beschäftige, habe ich mir auch unterschiedliche Sachen noch erarbeitet. Als Beispiel habe ich einen eigenen VIP-Betreuer bei Amex. Sprich, ich muss mich nicht in irgendeine Hotline reinsetzen, dort warten, sondern ich kann ihn direkt ansprechen, wenn irgendwas ist mit meiner Karte oder mit irgendwelchen Fragen. Und genau diesen Ansprechpartner würde ich an der Stelle jetzt auch an dich weitergeben. Also im Grunde, wir werden dir den bestmöglichen Willkommensbonus sichern. Wir werden, oder beziehungsweise ich werde dir die PDF mit den kompletten Hacks zur Verfügung stellen. Du bekommst den VIP-Ansprechpartner. Und außerdem kannst du gerne mit allen Fragen, die du hast, irgendwo bei dem Prozess, kannst du sehr gerne auf uns zukommen. Du stellst uns die Fragen und wir können sie beantworten, wenn du es im Grunde dann über unseren Betreuer so abschließt, dass man weiß, okay, du gehörst zu den Volume Trader Followern, weißt du? Also wenn das für dich interessant klingt und du sagst jetzt, ey, das möchte ich unbedingt wissen, ja, ich möchte es unbedingt haben für die Zukunft, dass wenn ich fliege, ich auch wirklich richtig geil fliegen kann, ja. Als ich Business Class das erste Mal geflogen bin, dachte ich mir, boah, wie kann man überhaupt in der Economy, also ich gerade, ich bin relativ groß, ich stoße immer mit meinen Knien vorne gegen den anderen Sitz und in der Business Class alleine, First Class ist noch ein ganz anderes Kaliber, aber in der Business Class, du hast deinen eigenen Sitz, du hast deine eigene Speisekarte, das ist im Grunde wie so im Restaurant, du kannst die ganze Zeit Getränke haben, du hast direkt einen Fernseher bei dir, du hast Kopfhörer, du kannst dir so gesehen den ganzen Sitz als Bett runterlassen und du hast im Grunde diese komplette Freiheit um dich rum. Ich habe mir irgendwann gesagt, boah, wenn ich das einmal erlebt habe, ich möchte es mir immer wieder ermöglichen. Ich habe früher gedacht, okay, jetzt muss ich halt immer 4.000 Euro ausgeben für hin und zurück, damit ich überhaupt so fliegen kann. Aber heute zahle ich 200 Euro für das Ganze und das gebe ich halt sehr gerne an dich weiter. Vor allem auch so, dass du dieses Gefühl in der Zukunft haben kannst, ohne wirklich da tief in die Tasche greifen zu müssen. Und hier ist natürlich nochmal wichtig zu erwähnen, wofür ist es eigentlich so dieser große Vorteil? Und zwar, wenn du einfach mal überlegst, wenn ich jetzt natürlich nur jemand wäre, der geht jetzt immer ins Restaurant und zahlt mit meiner Amex, wäre das jetzt nicht so effektiv, aber wenn man einfach überlegt, ja, du bist sogar Unternehmer, du hast Werbeausgaben, wirklich, du kaufst dir Hardware. Du könntest im Grunde, gibt es auch Hacks, du könntest im Grunde mit deiner Amex, könntest du auch Gehälter zahlen, wenn du angestellt hast. Das ist natürlich so dieses Next Level noch. Und, ja, also die Vorteile dahinter sind halt enorm und du sammelst sie halt passiv, ohne eigenen extra Aufwand. Und nochmal ganz kurz zum Abschluss, also für wen ist das hauptsächlich geeignet? Natürlich für Leute, die selbstständig sind, die ein kleines oder auch schon großes Unternehmen haben und natürlich auch für Leute, die wirklich gerne fliegen wollen. Weil es gibt auch für Private, gibt es dort immer wieder geile Willkommensboni, dass du selbst damit schon dir mindestens einen Flug leisten kannst, ohne dass du dafür groß was bezahlt hast. Ja? Also das auf jeden Fall. Also wenn du daran Interesse hast, schreib mir sehr gerne bei Instagram. Ich habe das ja eben gerade gesagt. Ne? Schreib mir, dass du das gerne haben möchtest, diese Hacks, dass du dieses ganze Paket gerne von mir mit auf den Weg bekommen möchtest. Das gebe ich sehr gerne an euch weiter, weil ich einfach weiß, was es mir in den letzten Jahren deutliche Knieschmerzen und alles erspart hat und vor allem auch was für einen Komfort, so ein Flug nach Dubai oder nach Amerika. Ich dachte mir, warum kann der Flug nicht noch länger dauern? Ja, ich will diese Zeit hier genießen. Ja, das auch dann schon zu dem Video. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht bei Instagram und wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib natürlich auch gerne jederzeit. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten YouTube-Video schon wieder und yes, dann bis dann. Mach's gut. Ciao.